Hallo lieber Wassermann, herzlich willkommen zu deiner Legung für den Monat Februar. Ja, meine lieben Wassermänner, ich werde hier drei Situationen legen, die für dich wichtig sind, die in diesem Monat stattfinden werden. Sie sind nicht nach Wichtigkeit sortiert. Du kannst dir das Video anschauen, wenn du die Sonne, den Mond, den Aszendenten oder die Venus im Wassermann stehen hast. Ansonsten schau dir auch gerne die anderen Zeichen an, die auf dich passen. So, dann wollen wir mal schauen. Eine wichtige Situation für meine Wassermänner hier im Februar. Eine wichtige Situation. So. Okay, wir haben den Pagen der Münzen, wir haben die Zehn der Kelche und wir haben den Pagen der Kelche. Okay, was ich hier wahrnehme, ist, falls du Kinder hast, ja, das muss jetzt nicht das sein. Also generell sehe ich hier Familienthemen, Familienangelegenheiten. Falls du Kinder hast, es kann ein Kind sein, es können aber auch zwei Kinder sein. Bei vielen sehe ich hier das Thema eher zwei Kinder. Irgendwas wird dich hier glücklich machen in Bezug auf deine Kinder. Also es könnte sein, dass deine Kinder irgendeine größere Rolle spielen in diesem Monat. Vielleicht haben die irgendeinen bestimmten Erfolg oder die schenken dir etwas oder ich meine, es könnte ja auch sein, dass du Geburtstag hast jetzt im Februar oder du hattest im Januar Geburtstag. Was ich aber wahrnehme, ist irgendwie eine Zuneigung von den Kindern oder irgendwas durch die Kinder, was dich glücklich macht. Vielleicht machen dich einfach generell deine Kinder sehr glücklich in diesem Monat. Ich nehme Familienangelegenheiten wahr. Wenn du keine Kinder hast, ja, dann sehe ich hier das Thema irgendwas in Bezug auf die Familie, ein Angebot, vielleicht eine Einladung. Eine Einladung zu einem Familientreffen, zu einem Familienfest, jemand aus der Familie, der dich einlädt, jemand aus der Familie, wo es zu einem Treffen kommt. Ich sehe hier das Beisammensein in Bezug auf die Familie. Also Familienthemen werden sehr wichtig sein in diesem Monat. Eine Einladung, irgendwas, was es zu feiern gibt, das sehe ich hier. Also etwas macht dich sehr, sehr glücklich auch. Das nehme ich hier auch wahr. Also irgendwie ist es schön, im Kreise der Familie zu sein. Irgendwas gibt es hier in der Familie zu feiern oder irgendwas wird einem hier geboten. Vielleicht unternimmst du hier etwas mit ein paar Familienmitgliedern in diesem Monat und das ist sehr schön. Also irgendwas ist hier besonders angenehm. Es könnte auch sein, dass jemand hier dir Hilfe anbietet, Unterstützung anbietet oder dass jemand hier etwas sehr Liebes, Nettes für dich tut. Hilfsbereitschaft innerhalb der Familie, das bekomme ich ja auch rein. Also jemandem Hilfe und Unterstützung anzubieten in der Familie, das nehme ich hier wahr. Irgendwie von deinen Liebsten, ja, also von den liebsten Menschen von dir. Dann schauen wir mal weiter. Eine weitere wichtige Situation für meine Wassermänner. Eine weitere wichtige Situation für meine Wassermänner im Februar. Okay, die sind alle verdeckt gefallen. Wir haben den Magier, wir haben die Justice, also die Gerechtigkeit und wir haben die Königin der Kelche. Interessant. Eine Entscheidung wird getroffen. Eine Entscheidung wird getroffen. Irgendwie geht es darum, dass du eine Herzensentscheidung triffst und dass du irgendwie aktiv wirst. Es geht aber auch irgendwie um Kontrolle. Das finde ich super interessant, weil ich finde, dass der Magier und die Königin der Kelche in diesem Kontext irgendwie sehr konträr sind und sehr unterschiedlich und irgendwie nicht so recht zusammenzupassen scheinen. Ich glaube, es geht darum, aktiv zu handeln. Irgendetwas soll hier wirklich jetzt bewusst entschieden werden und es hat etwas mit etwas Emotionalem zu tun, mit dem emotionalen Bereich, mit dem Bereich der Gefühle, mit dem Bereich der Emotionen. Das nehme ich hier wahr. Du sollst eine Entscheidung treffen. Dein Herz wird aber entscheiden. Ich finde es super interessant, dass sich hier diese zwei Frauen um ein Kind streiten. Also ich weiß nicht warum, mir kommt hier super oft das Thema Kinder durch. Also wirklich für diejenigen, die Kinder haben, glaube ich, habe ich hier ganz, ganz viele Messages. Aber selbst wenn du keine Kinder hast, alles ist gut.
Irgendwas, es kann ja auch um inneren Kind-Themen gehen, aber das glaube ich eher weniger. Ich glaube tatsächlich, dass hier für viele, die zuschauen, es konkret um Kinder geht. Aber ich sehe gleichzeitig, irgendetwas wird entschieden aufgrund einer emotionalen Situation. Etwas wird emotional entschieden, ein Urteil. Das Herz fällt hier ein Urteil. Wir müssen aktiv werden, so habe ich das Gefühl. Irgendwie geht es darum, etwas umzusetzen, in die Aktion zu gehen. Ich glaube auch wieder in deine Kraft kommen. Ich glaube, hier gibt es eine kraftvolle Entscheidung des Herzens. Eine kraftvolle Entscheidung des Herzens, ja, das kriege ich definitiv rein. Deine Intuition wird dich extrem führen in dieser Angelegenheit. Also es ist eine kraftvolle Entscheidung des Herzens, der Intuition, die wird dich leiten. Und du wirst eine große Entscheidung treffen. Und eine sehr mächtige Entscheidung, habe ich das Gefühl. Es könnte auch sein, dass du im helfenden oder spirituellen Bereich tätig bist oder im kreativen Bereich. Dass du dich dazu entscheidest, deine Talente auszubauen oder deine Talente hier zu zeigen. Die Entscheidung für die Talente, für die Kraft, die Energie, etwas kreativ, etwas schöpferisch, intuitiv, spirituell umzusetzen, zu helfen, unterstützend zu sein. Also eine sehr nährende Energie hier mit der Königin der Kelche. Okay, ich hätte gern eine weitere wichtige Situation für meine Wassermänner. Ich weiß nicht, ob ich vorhin Schützen gesagt habe irgendwann. Wenn, dann tut es mir leid. Ich meine Wassermänner. Irgendwie kam mir gerade Schütze in den Kopf. Liegt vielleicht daran, dass ich gerade die Schützelegung noch gemacht habe. Aber lasst euch davon nicht beirren, falls ich mich hier mal versprochen habe. Hier sind wir bei den Wassermännern. Okay, eine weitere wichtige Situation bei den Wassermännern im Februar. Wir haben die 10 der Schwerter. Wir haben die 5 der Schwerter. Ach du Jemine. Puh, und den Ritter der Schwerter. Was ist denn hier los? Also hier gibt es einen dicken, fetten Konflikt. Hier gibt es einen dicken, fetten Streit. Hier sehe ich, irgendwas ist hier total unangenehm. Aber die gute Nachricht ist, das Ganze wird beendet. Was ich aber auch reinbekomme, ist, es könnte sein, dass jemand tatsächlich ganz mies etwas hinter deinem Rücken macht. Es könnte sein, dass du von diesem Konflikt total erschlagen bist. Es könnte sein, dass du total niedergeschmettert bist. Ich hau's einfach so raus, wie ich sehe. Also diejenigen, die mich schon länger verfolgen, wissen das. Also hier sehe ich definitiv einen Konflikt, etwas ist niederschmetternd. Hier gibt es eine Auseinandersetzung mit jemandem, das ist total unangenehm. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, weil hier absolut ganz viel Klarheit kommt. Du wirst dir über eine Situation absolut klar. Hier gibt es kein Verstecken. Du wirst dir darüber klar. Es kann wirklich sein, dass jemand hinterm Rücken etwas getan hat. Ich kriege hier dieses Messer in den Rücken so stark rein. Jemand kann dir wirklich hier ein Messer in den Rücken verpasst haben. Ich glaube hier, aber das wird offengelegt, das wird sowas von offengelegt und es wird geklärt. Und ich sehe auch, man befreit sich davon. Also diese Sache wird beendet. Ich kriege gerade rein, der Scheiß wird beendet. So. Absolut, hier wird was ganz klar abgeschnitten. Man trennt sich von der Situation, man trennt sich vielleicht auch von gewissen Personen oder einer Person. Was auch immer das hier ist, was diesen Konflikt hier auslöst oder was dieser Konflikt überhaupt hier darstellt, man beendet es, man befreit sich davon. Also das hier gibt es nicht mehr. Ja, das ist Geschichte. Da ist Ende im Gelände, vorbei. Ja, absolut. Ich krieg rein, man brennt die Brücke nieder. Also es könnte sein, dass du absolut mit jemandem hier abschließt, komplett etwas beendest, eine Beziehung, eine Situation, ein Verhältnis, was auch immer das hier ist. Du bist so klar, dass du sagst, es reicht, ja? Schluss mit dem Streit, Schluss mit den Konflikten. Ich will hier Klarheit haben. Also hier werden auch absolut klare Worte gesprochen. Ich sehe, man befreit sich
Okay, dann wollen wir mal weiterschauen für die Wassermänner. Weitere Informationen im Februar. Sehnsucht, oh wie schön, hier gibt es irgendeine Sehnsucht. Hier habe ich auch wieder mit dem Krebs das Familienthema. Also ich glaube wirklich, die Familie oder Kinder werden eine große Rolle spielen in diesem Monat. Das wird irgendwie wichtig sein. Ich glaube nicht, dass das hier unbedingt mit dem, ich glaube, der Konflikt ist hier was anderes. Ich glaube eher, dass die Familie dir Halt gibt. Das ist das, was ich reinbekomme. Deine Liebsten werden dir Halt geben in dieser ganzen Situation. Familie, ja, genau, die geben dir Halt. Also hier ist so eine Sehnsucht nach etwas. Ich glaube, du bist auch sehr gefühlvoll. Hier nehme ich was sehr Kaltes wahr. Also diese Situation wird so den absoluten Eisblock in dir hervorholen. Aber das hier alles, also das ist absolute Schwerterenergie. Ne? Hier ist man eiskalt und klar. Aber hier sehe ich dich sehr, sehr in Liebe, in Verbundenheit, im Gefühl. Okay, was haben wir hier noch? Flexibilität. Ja, also sei flexibler in diesem Monat. Dinge werden verändert, geändert, gecancelt, neu geplant. Also sei ruhig ein bisschen flexibler, ein bisschen wendiger in diesem Monat. Ich glaube, es wird jetzt vieles neu geordnet für dich und verändert. Ja, also geh flexibel mit den Dingen um, die hier geschehen. Egal jetzt, ich sehe hier nichts Positives oder Negatives, ich sehe einfach, Flexibilität ist gefragt. Also ruhig mal, es könnte sein, dass hier gewisse Dinge mal geändert werden kurzfristig oder was sich verändert. Spontanität ist hier auch wichtig, ne? Also geh flexibler um. Schauen wir mal weiter für die Wassermänner. Für die Wassermänner im Monat Februar. Selling out, ja, also irgendwas raubt dir hier sehr viel Energie. Ich glaube, das ist hier diese Situation, dieser Stress. Irgendwas macht hier extrem Stress, irgendwas ist hier zu viel. Ich glaube, du kämpfst hier auch vielleicht gegen irgendwas an, wofür es sich überhaupt nicht zu kämpfen lohnt. Das ist absolute Energieverschwendung. Achtung vor Energievampiren, Achtung vor Situationen, die dich einfach auslaugen, wo du vielleicht sogar ausgeraubt wirst, das kriege ich gerade auch noch rein. Also irgendjemand könnte hier wirklich durch, oder eine Situation kann hier extrem an den Nerven zerren. Ich kriege gerade rein Nerven aus Stahl. Also irgendwie, ich glaube, hier geht es um eine gewisse Wendigkeit. Ja, sei flexibler und verbeiß dich hier vielleicht nicht so in irgendwas Bestimmtes, weil ich glaube, dass dir das hier Energie nimmt. Ja, ich glaube wirklich, dass das hier etwas ist, was, wo du einfach ausgelaugt bist. Was, das brauchst du nicht, das kriege ich gerade rein. Ja, also das brauchst du wirklich nicht. Es kann eine Person sein, die dich auslaugt. Es kann eine Situation sein, es kann ein Job sein, es können irgendwelche Umstände sein, es kann ein Streit sein, ein Konflikt sein. Irgendetwas zehrt hier wirklich an dir. So, vielleicht ist es auch ein innerer Konflikt, den du hast, der an dir zehrt. Vielleicht raubst du dir deine eigene Energie, das ist auch möglich. Schauen wir mal, welche Göttin begleitet dich in diesem Monat? Ostara, der Neubeginn. Ja, irgendwas fängt neu an. Also ich glaube, hier wird nochmal aufgeräumt, ne? Besonders hier mit der letzten Situation. Aber auch hier sehe ich was Neues. Mit dem Magier, ja, das ist der Start Nummer 1, irgendein Beginn, die Entscheidung zu einem Beginn. Irgendwas machst du hier neu. Es könnte wirklich sein, dass du hier etwas im helfenden Bereich, wie gesagt, intuitiven Bereich, spirituellen Bereich, kreativen Bereich, irgendetwas neu machst oder neu beginnst und dafür die Entscheidung triffst. Ja, das nehme ich hier wahr. Also irgendwas wird hier ganz neu sein für dich. Ein neues Projekt vielleicht, ein neues kreatives Projekt. Irgendwas hat hier eine neue, frische Energie und ist einfach anders.
Ja, meine lieben Wassermänner, das war es auch schon. Das war eure Legung für den Monat Februar. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen an und Kartenlegungen. Schaut dazu mal gerne auf meiner Homepage vorbei. Sie ist unter dem Video verlinkt, also einfach unter den Titel klicken. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesen Kanal unterstützt, indem ihr ein Abo dalässt, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Und ich wünsche euch allen ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.